Herzlich willkommen, Freunde, zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, nach 2 Wochen geht's endlich wieder los mit Let's Play Minecraft mit Folge 13. Ich hab's mir doch gemerkt. Und jetzt endlich mal, das wurde jetzt auch mal wirklich Zeit. So sieht der Weizen aus, wenn er ausgewachsen ist. Aber den lassen wir erstmal stehen, weil ich habe jetzt gerade, also das ist jetzt das zweite Rad. Wird Hat dich der Fuchs geholt oder was ist mit dir los? Also solche Leute, du. Kann ich nicht verstehen. Hau kaum Verständnis für, ne? Ja, ich hatte gerade ein kleines Problem gehabt in den letzten Tagen, das konnte ich auch nicht aufnehmen. Deswegen nehme ich jetzt gerade auf den letzten Drücker auf. Die letzte Folge. Schon, ich muss mal kurz in die Tüte reingreifen. Die letzte Folge lädt jetzt gerade hoch, die ich noch im PC hatte, Folge 12. Und man muss jetzt erst wieder aufnehmen, sonst bin ich ja ein sehr fleißiger Mensch und nehme immer sehr weit im Voraus auf. Aber. Ich war ein bisschen verdaddelt. Und, ich habe das auch rausgefunden, woran es liegt. Und zwar habe ich Shader installiert. Das Problem war aber, das hat sich nicht mit einer Mod vertragen. Was macht das denn da? Die ich auch auf dem Rechner drauf hatte. Die ich für die Folge 20 brauche. Leck gerade schon wieder so. Da kann ich auch gleich sagen, aber auch warum. Ah, kommt ja. Ah! Ach, das war ein Kaktus bestimmt, ne? What? Seit wann können die laufen? Alter! Der ist gerade gelaufen, Freunde, ne? Ich schmeiß mein Schwert weg. Der lief gerade, der Creeper. Alter! Hab ich mich verjagt. Naja, auf jeden Fall auf der Karte hier gerade, ihr habt. Seht ihr gerade, die habe ich jetzt mal in die linke Ecke geworfen, weil ich eigentlich in der rechten Ecke mal eine Facecam reinsetzen wollte, aber ich erzähl am besten nicht weiter, was dann passiert ist. Das hat er irgendwie nicht gepackt und dann deswegen muss ich jetzt gerade eine neue Folge anfangen. Weil die war verschissen. Verschissen und verschmissen. Die konnte ich danach wegschmeißen. Also ich habe so eine kleine Testaufnahme gemacht, wisst ihr? So, was ich aber eigentlich sagen wollte, diese Shader-Mod hat sich mit einer anderen Mod von mir nicht vertragen. Dann ging Minecraft nicht mehr. Das ganze Spiel ist abgeschmiert und allen drum und dran. Wieso sind hier noch Skelette? Achso, weil es gerade erst Tag wurde und jetzt hier erst die Biome laden. Deswegen wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ging nichts mehr, auch nachdem ich wieder. Dann habe ich erst die Mod runtergemacht. Ging auch nicht. Dann noch die Shader auch noch runtergepackt wieder. Ging auch nicht. Weil ich die Mod aber die Tage brauche mal. Und later habe ich jetzt nicht die Shader wieder reingeschmissen. Ohne der Mod. Die werde ich aber die Tage wieder hinzufügen, die Shader. Das wird daran nicht liegen. Na, auf jeden Fall ging da kein Minecraft mehr. Jetzt musste ich Minecraft ganz deinstallieren und neu draufschmeißen. Und jetzt haben wir Startpunkte mehr. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter mal ziehen und nicht mehr daran denken, dann finden wir nicht mehr nach Hause. Ich finde jetzt noch kaum nach Hause. Ich glaube, hier war es so ein Sand, genau bei der Ferne irgendwie. Und dann haben wir ein riesengroßes Problem, wenn wir hier nicht mehr zur Hütte finden. Und das war überaus bekloppt. Seht, auf der Karte ist es schon geladen. Aber hier wird es irgendwie nicht laden. Ganz komische Sache, Freunde. Ganz komische Sache. Was ist das denn? Na, egal. Lass uns doch nicht. Alter, wie viele Sachen sind da gerade gespawnt. Items. So, verliere schon wieder mein Schwert. Ihr merkt schon bestimmt, ich habe gerade auf Q verliert man sein Schwert. Und was glaubt ihr? Ich habe nämlich gerade noch was gemacht, weil ich eigentlich nachher eine Runde mit euch ins Wäldchen wollte. Zumindest schon mal aufnehmen. Ich habe schon mal rumgeguckt, wenn man da auf Q drückt, läuft dann natürlich automatisch, ne?
Alter, warte mal, wir müssen mal kurz die Map wieder einstellen. So viele Items, wie hier gerade gespawnt sind, ne? Und jetzt zeigt auch die ganzen Tiere uns an. Das ist ja übelst nervig. Komischerweise zählt unter Kühe auch Monster. Das ist sehr logisch gehalten. Wir sind gerade total falsch unterwegs, kann das sein? Und wieso wackeln die Bäume so hoch in der Karte? Huh. Wo bin ich eigentlich gerade? Ach da. Ja, wenn diese Folge erscheint, also morgen erscheint, ja, wenn wir kurz raten, heute hatten wir den 22. genau. Am 23. höchstwahrscheinlich. Dann, ah da, ich sehe schon. Da sind unsere Felder. Damit wahrscheinlich auch das Let's Play im Wäldchen erscheinen. Vielleicht auch schon heute noch. Ich weiß noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall, Alter, wie viele Bäume hier. Boah, wir sind schon wieder einen Umweg gelaufen. So, ja, mal schauen, was daraus wird. So, Low kommt danach, ne? Ja. Wie haben wir das genannt? Forest. Forest. Eins. Wer weiß, wie viele Foresten wir noch sind. Ne, Quatsch, ich muss mal umbinden. Erste Folge Minecraft. Ist auch falsch. Müssen wir in Klammern setzen. Aber damit wir es so um den Dreh wissen. Wer weiß, wann wir hier immer wieder zurückkommen, weil ich habe ja was mit euch vor und ihr wisst es auch, glaube ich, schon. Forest 1, Folge 1, Minecraft. Ja, denn wir werden jetzt, wenn wir das Haus fertig haben, wir müssen dann noch ein bisschen was am Dach rumzimmern. Ein bisschen die Butze einrichten. Und danach wollte ich eigentlich mit euch dann weiterziehen. Ich wollte jetzt erstmal sehr viel erkunden in den ersten Folgen. So in den ersten 30 Folgen oder so. Und dann anfangen langsam zu bauen und dann wirklich überlegen. Wir werden auf jeden Fall in jedem Biom bauen. Kann auch sein, dass wir jetzt bald erst in der Wüste anfangen, so eine Wüstenstadt bauen. Hätte ich mal mega Bock drauf. Habe ich noch nie gemacht. Ich müsste mir auch eigentlich erstmal vorher wieder so einen Westernfilm angucken. Um so einen kleinen Überblick zu haben. Bin ich gerade am Überlegen. Was könnte ich denn da gucken? Ich fand früher immer so geil. Also als Kinder hat man ja immer Disney geguckt, ja? Und, Lucky Luke. Kennt ihr bestimmt jeder. Das habe ich so gemocht früher. Ich mochte das eben, diese Westernstadt. Und dann. Schade, dass es nicht irgendwie ganz Mod gibt. Also es gibt ja schon, aber so mit alten Revolvers und so. Das wäre richtig geil. Das würde ich echt mega feiern. Und auf jeden Fall, das war noch erstmal noch ein paar. Ja. Erstmal noch ein paar Biome finden und dann anfangen. Also heute kommen wir mit den Kartenrändern gar nicht hinterher, ne? Wir laufen um eine Wette. Alter, das mit den Creeper geht mir immer noch nicht auf den Kopf raus. Ich laber schon wieder zu viel in der Folge, ihr wisst es, ne? Mhm. Merk schon. Ja, das mit der Shader-Mod tut mir leid, aber so ganz wichtig sind sie auch noch nicht. Es wird wichtig, wenn wir richtig anfangen zu bauen oder so. Gut, auf der Reise wäre es vielleicht auch schon. Hätten wir mal ein paar Reiseblicke machen können, ein paar Thumbnails für die Folge. Aber gut, okay. Ja, ich habe gestern sehr viele Süßigkeiten mal wieder gegessen. Jetzt esse ich ja ganz so viele Süßigkeiten. Gestern, wo ich und mein Freund schon im Wäldchen waren.
Ich lüge eigentlich gerade. Wir waren gar nicht im Wäldchen. Wir waren auf dem Acker. Nicht im Wäldchen. Aber wir wollen nachher ins Wäldchen dann im Let's Play. Von The Hunter 2015. Da wollte ich nämlich wieder was machen. Und ich wollte auch bald wieder ins Wäldchen in der Sage von... Sage in, im wahrsten Sinne des Wortes von Landwirtschaftssimulator 2015. Vielleicht nehme ich ja diese Woche schon die erste Folge auf. Heute haben wir ja Dienstag. Ja, Dienstag. Vielleicht nehme ich auch mit jemandem zusammen auf. Ich weiß es nicht ganz genau. Das stehen wir noch nicht fest. Und da wollte ich erstmal so ein bisschen Holzfäller extrem. Kennt bestimmt jeder die Sendung. Werde ich dann jetzt nicht hier bei Minecraft, weil das ist unpassend, aber ich glaube, viele kennen den Sender D-Max auch und ja, der läuft ja immer Holzfäller extrem und so. Und finde ich auch eine mega geile Sendung. Die gucke ich eigentlich immer auch. Asphalt-Cowboys. Habe ich unter die letzte Folge jetzt gerade von Euro Truck Simulator unter Folge 8 den Link runtergepackt auf D-Max. Asphalt-Cowboys. Es ist schon wieder Nacht. Schlag mich tot. Wir machen heute Überlänge, ja? Wir machen anstatt heute, weil wir jetzt 10 Minuten für den Kack gebraucht haben, machen wir heute 30 Minuten, ja? Versprochen? Okay, danke. Ich muss mal kurz husten. So, da bin ich wieder. Wir haben gleich was saufen können, aber okay. Ja. Jetzt in letzter Zeit bin ich gerade schön am Hochladen jeden Tag fleißig, ne? Ich hoffe, das passt jetzt auch erstmal so. Ich lade immer... Also ich habe immer eine Folge schon auf Minecraft drauf. Also die Folge, die ich sagen, heute erschienen ist. Die habe ich schon gestern hochgeladen. Heute habe ich die für morgen schon hochgeladen. Für übermorgen. Nee, für morgen. Und morgen lade ich hier schon wieder für übermorgen rum. Falls ich doch mal irgendeinen Tag mal... Keine Zeit habe, Schulz. Dass das dann trotzdem hinhaut. Glas bauen wir noch gleich rein. Oder Glas müssen wir gleich noch ein bisschen schmolzen. Dann machen wir das Dach. Heute sind so ein paar kleine Arbeiten dran. So Feinheiten, noch so grobe Feinheiten. Ich habe... Komm, das ist falls ein Let's Play, aber ich zeig das mal trotzdem, ja? Ich habe schicke Mods installiert. Und zwar gehen wir unter T/, für die Leute, die es nicht wissen. Game Mode 1, aber ich glaube, das wissen alle, glaube ich. Dann sind wir in einer Spielmodus und jetzt... Wollte ich gar nicht. Und zwar, wir können auch ein, zwei Sachen so einbauen. In die neue Welt dann. Oder hier passt es ja auch rein. Vielleicht, naja, richtig reinpassen würde ich gar nicht sagen. Und zwar... Das ist das, was ich für Folge 20 brauche. Und hier, eine richtig geile Mod. Schlag mich tot, wie sie nochmal heißt. Keine Ahnung. Und zwar, ist das eine Mod? Ich zeig das jetzt einfach mal, ne? Wir schmeißen mal unseren restlichen Krimskrams mal kurz weg. Das mache ich mal ausnahmsweise, sonst mache ich das ja nie. Ich hasse das nämlich, wenn mir jemand mein Zeugs auseinanderbringt. Und jetzt müssen wir auch mal den Ton ausmachen kurz, die Musik. Und das ist hier zum Beispiel ein Computer. Passt mal auf. Klopft's. Und wenn ich jetzt hier dran gehe, da kann ich Sachen kaufen. Und zwar mit Smaragd. Könnte ich zum Beispiel gebrannten Ton oder jetzt hier einen Totenkopf oder einen Sattel. Ich bin echt am Überlegen, ob ich das nehme, weil es erleichtert doch schon manchmal was, ne? Gut. Ne, man muss auch erstmal Smaragde finden, aber wenn man da mal welche hat, ne? Das, ich glaube, das sind auch nicht die einzigsten. Damit gehen wir kurz raus, gehen nochmal rein. Oder? Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall, das sind so Sachen. Oder hier, Toilette. Hammergeil. Also wenn wir irgendwo mal neu bauen, irgendwie richtig modern, dann werde ich das auch nutzen. Genau deswegen. Das wollte ich gar nicht. Hallo? So, jetzt. Irgendwie konnte man... Genau. Ja, das ist irgendwie so eine kleine Spaßmod, ist das, würde ich mal sagen. Oder hier, es gibt ja auch noch ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel Küchenschrank, den man noch nicht platziert hat. Also so ein bisschen verbuggt ist noch... Nee, ich sage jetzt nicht verbuggt, aber... So ein bisschen in der Beta, sage ich mal, ist, glaube ich, sogar noch eine Beta-Version, ist noch die Mod. Hier kann ich auch mal einen Ofen und einen Abzugzauber darüber. Und das geht auch alles richtig. Du kannst ihn nochmal im Ofen Sachen machen und so. Also das ist Hammer, eine hammergeile Mod. Oder auch hier die Lampe. Und gleich muss ich euch was viel Geileres noch zeigen. Die Lampe hier. Achso, es muss dunkel sein, okay. Oder die Lampe, die sind sauer, die sind heller als wie ein Glowstone. Und man kann sich auch alle Sachen draufsetzen auf die Tische und so, aber ich will euch jetzt das hier mal zeigen eigentlich. Und dafür brauchen wir noch Stein
Und ein Feuerzeug und Netherstein. Jetzt zeige ich euch mal was ganz Lustiges. Keine Angst, ich brenne jetzt hier nichts an. Ich gebe mir Mühe. Hoch, ach ja, stimmt, man kann ja fliegen. Ah. Da merkt man schon, ich baue damit sonst so gar nicht viel. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch ein Dach. Jetzt wird es richtig interessant für die Feuerwehrleute von euch. Wir platzieren hier einfach mal einen Rauchmelder, ne? Und darunter ein Feuer. Und sieh daher, dieser Rauchmelder funktioniert wirklich. Ist das nicht hammergeil? Machen wir jetzt das Feuer aus, es ist ja so für die Leute. Was? Ich dachte gerade schon, es fängt jetzt irgendwo richtig an zu brennen. Für die Leute, die es nicht kennen, die Feuerwehr muss dann auch selbstständig reingehen und den Rauchmelder ausmachen. Der geht nicht von alleine aus, außer bis die Batterien leer sind. Aber bis dann müsste eigentlich eure Feuerwehr da sein. Die müssen dann auch reingehen und den Feuermelder ausschalten. Und das muss man hier auch wirklich machen. Ich finde das hammergeil. Was ich natürlich noch nicht probiert habe, das können wir mal ganz kurz probieren. Wenn wir den nicht hier. Das war der Rauchmelder. Wenn wir den nicht hier hinstellen, dann Feuer, sondern da ein Feuer machen. Und in die Ecke soll ich jetzt mal einen Feuermelder reinstellen. Mal gucken. Es geht auch tatsächlich. Und das Geile ist, jemand verschwindet auch der Ton. Wir fliegen mal ein bisschen weg. Gut, er ist immer noch verdammt laut bis hier hinten hin. Ist, glaube ich, kein Feuermelder. Oder ist kein Feuermelder, das weiß ich. Aber trotzdem hammergeil gemacht, ne? Irgendwann verschwindet der Ton. Aber wenn man in der Nähe ist, ich sag mal, hier sind wir jetzt am Ackern und haben auf dem Herd was stehen lassen. Ach du Scheiße, Feuer! Ja, und dann kann man eigentlich bis man hier ist, nur noch die Feuerwehr anrufen. Ne? Ja, hammergeile Mod und vielleicht kann ich euch das ja hier zeigen, weil es hier dunkel ist. Relativ dunkel. Hier. Die sau hell, die Lampe. Also am besten ist es, wenn man das noch woanders macht. Hammer. Keine Ahnung. Ich habe da auch noch nicht so wirklich alles von ausprobiert. Ich fand sie nur hammergeil. Schneller als mit dem Klo, mit dem Furz. Das sind einfach so kleine Items. Aber, ne, ich finde das hammergeil. Was sagt ihr? Schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Wenn ich es nicht vergesse, packe ich auch die Mod rein. Dürft ihr Annie aber eigentlich nicht bis morgen vergessen. So, jetzt schmeißen wir da mal wieder Erde drauf. Grobe Erde. Grobe Erde? Seit wann gibt's denn sowas? Grobe Erde. Hab ich auch noch nie gesehen. Was kann ich euch denn noch zeigen? Ofen habe ich euch gezeigt. Ah, ich weiß, was ich euch noch zeigen kann. Und zwar hammer mega geil. Ja. Ah. Ihr habt da mich ja tatsächlich mal beim Duschen erwischt. Das passiert mit vielen Let's Playern. Ja, nee, ich finde einfach die Mod Hammer mega geil. Ich glaube, die gibt es schon länger. Ich glaube, die hat Gronkh auch mal sein Let's Play gezeigt. Einen von seinen Let's Plays. Geht der hier? Ah, da kann man was reintun. Ist ja geil. Rapid Book. Was, ja, was ist das? Ist das Facebook? Achso. Ah, Freunde, ihr seht das glaube ich gerade nicht, außer wenn ich jetzt hier das nächste Dingensprogramm starte. Achso, hier können wir dann nachlesen. Ah. Ah, kann ich gleich mal gucken. 70%, noch 19 Minuten. Ich habe gerade einen Kommentar gehört. Cooles Video. Dankeschön an der Stelle an, wenn wir gerade schon mal dabei sind. David Prachtbrot. Prachtbrot. Dankeschön, lieber David, für den Kommentar. Hat mich sehr gefreut.
Und auch ein nettes Testosteron-Paket. Ja, finde ich auch sehr schön, David, wenn du an dieser Stelle zuhörst. Hallo, da grüße ich dich mal. Ja. Gut, dann haben wir das auch hinter uns. Können wir das auch wieder zumachen, irgendwie? Ich will das nicht mehr. Kann man das auch irgendwie schließen? Was ist denn? Achso, und wenn ich... Ach so, hier kann man nachgucken. Was sagt er da? Waschmaschinen. Ja, kann ich das auch irgendwie wieder schließen, oder? Ist das nicht schließbar? Hm. Ah, so, alles klar, gut. So geht's auch. Steine, auch hammergeil. Also irgendwann werden wir da mal mit was bauen. Ist nur blöd, dass die den ganzen Block wegnehmen. Aber es hat bei Slabs, glaube ich, auch so, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Gut, jetzt Mauer würde ich mal kurz ein kleines Aufnahmepause oder zumindest ihr und wir sehen uns morgen wieder bei Let's Play Minecraft und ich gebe schon mal in der Zeit wieder in den normalen Survival Mode. Bis dahin, Freunde, Abo und Daumen nicht vergessen. Freut mich, dass ihr ein bisschen zugeguckt habt bei den erfolgreichsten Minecraft Let's Player Deutschlands. Dankeschön fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin.